Wow, was für ein Spiel in der letzten Folge. Diese 2:3 Niederlage in Granada. Auch wenn wir da ein bisschen durchrotiert haben, aber es ist halt bitter. Ja, der Tabellenletzte lebt noch, wir nicht mehr. Wir haben die Niederlage kassiert. So, warte mal kurz gucken auf die La Liga. Zweite Saisonniederlage mittlerweile. Und Granada, ja, gut, sie sind aber weg. Die sind abgestiegen wahrscheinlich, trotz dieses Sieges. Wenn wir auch gewonnen hätten, wären es 15 Punkte. Nächster Gegner ist übrigens Valencia dann am Montag. Jo, also jetzt erstmal. Wir sind da jetzt gegangen. Roche, okay. Gerade im letzten Spiel noch in der Startformation, heute nicht mehr im Kader. So, kurz mal gucken. Gut. Pressekonferenz brauchen wir nicht. Überspringen. Wir spielen in Manchester. Happy Birthday. Happy Birthday. So. Na dann, auf geht's in nach Manchester. Nach United wollen wir jetzt auch City schlagen. K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Und als wäre das noch nicht genug, treffen heute auch noch diese beiden Rivalen aufeinander. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen Manchester City. Das City of Manchester Stadium ist der Austragungsort dieser heutigen Partie und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Manchester City gegen Athletic Bilbao. Das Hinspiel im Achtelfinale, ein wichtiges Spiel, ist ja klar. Und wenn du einen guten Start hinlegst, dann hast du natürlich beste Karten, was das Viertelfinale angeht. Aber wenn dir die entscheidenden Prozente fehlen, dann kann der Einzug in die nächste Runde schnell außer Reichweite geraten. Ja, wir wollen natürlich weiterkommen und mit City haben wir direkt den ersten Mega-Brocken hier. Aber ich unterschreibe beide Ergebnisse gegen wie gegen United. 4 zu 4 Heimspiel und 2:1 Auswärtssieg. Würde ich sofort unterschreiben, weil hier, wenn wir dann so weiterkommen. Es wird jetzt nicht leichter werden. Definitiv nicht. Aber mit City hast du schon den Favoriten. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. John Stones spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Und im Sturm ist Erling Haaland. Oh, De Bruyne verkauft. Ja, wir wollen die Champions League gewinnen. Wir wollen uns mit drei Titeln verabschieden. Einen haben wir ja schon verpasst. In diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und Iñaki Williams spielt im Sturm mit Borja Mayoral. So. Klar, Haaland, das ist eine Maschine für sich. Mal schauen. Außenseiter sind wir, würde ich sagen. Wir freuen uns drauf. Ja, energischer Vorstoß. Oh, da geht er vorbei. Die Chance für Foden. Da passt der Klasse. Erste Chance für City. Haben wir jetzt den Abschluss geben? Merino, ja. Ah, shit. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn für ihn ist es heute das Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Stimmt, Olmo ist wieder.
Gibt keine. Wahrscheinlich auch mal eine Karte. Glaube ich schon. So ist das Leben als aber Ecke. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Gorosz Wawel, der hat jetzt gegen sich eine Alternative stehen, aber wie gesagt, der wird wahrscheinlich weiter Stammspieler bleiben. Ganz ähnlich, denn er spielt ja. Versucht per Volley. Lässt sich nicht mehr Kipper. Den Helder. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ecke kommt kurz. Ruben Dias. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Der ist erstmal weg. Ich würde 0-0 sofort unterschreiben hier. Oyarzabal. Jetzt hat er ein bisschen Platz, der Oyarzabal, der kann sich durchsetzen. Olmo! Olmo! Ja! Erste Chance, Bilbao, erstes Tor! Dani Olmo zieht mit dem großen Fehler hinten auf in Verteidigung den Ball in die Mitte geklärt. Was man nicht macht, weil der Mann noch steht. Stones war es, der den Fehler macht. Der den ersten Ball in die Mitte klärt. Und da steht Olmo und macht es. Und ausgerechnet Olmo, den wir ja vor der Saison von City geholt haben. Ist sein achtes Tor im Wettbewerb. Manchester City ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. So. Ah. Dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Kannst du noch. Erling Haaland. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ist es das jetzt? Erneut ja. Das Tor. Elmas. Ausgleich. Auswärtsverlängerung gibt es nicht. Viel zu einfach da vorne. Keiner steht in der Nähe. Kann sich durchsetzen und marschiert dann durch und macht das Ausgleichstor. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, vorbei ist er. Da können Sie jetzt in Muni ein! Muni ein! Freistoß für Manchester City. Ach, ich dachte, hier ist gerade tatsächlich der Elfmeter, weil es ein Abpraller war. Aber der Abpraller war auf unserer Seite. Dementsprechend gibt es. Borja Mayoral. Ja, es war zu einfach. Dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Palmer, Entschuldigung. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Rosabel muss dringend aufpassen, dass er nicht da hinten noch eine Karte kriegt. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Der geht genau hab dich. Keeper. Ja, kann er marschieren? Super dazwischen gegangen. Stones hat den Fehler gemacht. Jetzt steht da souverän gegen Williams. Rodri. Foden. Sieht vielversprechend aus. Rodri. Hätte gefährlich werden können. Und Marc Vivian. Der gute Aufpass. Ah, stehen. Jemand hat nämlich den Fehler gemacht. Hat sich da ein bisschen zu weit wegstehen lassen. Ecke. Der Ball über das Tor, dabei sah der Schuss zunächst. Haaland, keine X-Ecke. Haaland mit der guten Chance. Merino. Oyarzabal. Gut gesehen. Vorteil. Da denkt doch einer mit. Gorosabel. Richtig. Dani Olmo. Ja! Dani Olmo, kurz vor der Pause war es 1-2. Die zweite Chance haben sie jetzt und sie nutzen sie. Wieder kommt man über rechts durch. Wieder passt einer nicht auf. Diesmal läuft Gyrosabel durch. Weil er nicht abschaltet, weil er weitermacht. Und den Ball nach hinten legen kann. Aber das war eine wunderbare Aktion. Der hat alles gepasst. City hat so zwei, drei Chancen gehabt.
Aber Bilbao macht die Tore. Ja, aber jetzt bin ich dabei mit dieser 2:3 Niederlage. Jetzt führt man in Manchester mit 2:1. Super durchgesetzt. Da kommt der Versuch. Boah. Helmers. Die geben alles, die wollen den Ausgang. Er geht in den Strafraum. Weiter gefährlich. Kepa. Glück gehabt für City, für Bilbao, für uns. Dass der nicht reingeht, weil der auch einen auf der Linie parkt. So, 1:2. So, ich weiß nicht, soll ich ihn rausnehmen, soll ich ihn lassen? Ich lasse ihn, es ist mir zu wichtig dahin. Ich meine, es ist Risiko, ich kann auch verlieren mit Gelb-Rot, der hat Foden gegen sich. 45 Minuten gehen los. Jawohl, Wolf, in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist die erhofft intensive Partie. Majoral. Majoral! Ja! Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. 1:2. Den Moment, das Momentum genutzt, da hat der Pause direkt rangegangen. Stones wieder ein bisschen, nur als Begleiterwartung. Und rein ins Glück. Lange Eck. 3:1, Bilbao. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So, Elmas geht raus. Grealish kommt. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Mayoral. City kommt über außen. Nix da. In Cole Palmer. Sanchez. Gut gemacht. Williams, der hat heute noch gar nichts getroffen. Dabei bleibt es auch erstmal. So, Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Majoral, der Torschütze. Hereingabe jetzt. Wieder Merino. Also, überhaupt bleibt dran. Genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander-Spiel für Athletic Bilbao. Dann geht es ja, Valencia gegen den FC Valencia. Und das ist eine Partie, auf die ich mich ganz besonders freue. Sanchez. Aber dran, der Verteidiger da. Palma ist es. Auch hat es egal, jetzt geht's den Konter über Muniain. Flanke kommt in die Mitte, weiter gefährlich. Ach, scheiße, schlecht gestellt. Die Szene damit beendet. Zu Belia, der sehr offensiv verteidigt. João Cancelo. Nix da. Gefährlich werden. Guter Steilpass. Oh ja, so Ball. Ederson hält. Also wie gesagt, Bilbao spielt das Ding hier weiter durch. Die ziehen ja Dinge durch. Ecke kommt in den 16er. Der ist da und dann kann er keinen perfekten Kopf. Merino war das. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Herrera. Phil Foden. 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 Der Ball war nicht platziert genug. Kepa. Eins wäre noch schön. Merino. Borja Mayoral. Das macht er gut. Jetzt dieser gefährliche. So, es dürfte. Klasse gemacht. Parade von Ederson, Gefahr noch nicht bereinigt. Boah! Ich sag ja, der nächste wäre drin, wäre es. Noch einer wäre wichtig.
Aktion jetzt. Foden. Der ist sehr, sehr schnell. Oh nein. So ein Murmeltor. So ein Murmeldusel-Tor für City. 2:3 nur noch. Ich sag ja, man hat die riesen Chancen zum 1:4. Da hat er sich klasse durchgesetzt. Foden. Ganz wieder Tempo-Vorteile. Hoffnung lebt bei City. Anschlusstreffer. Mal sehen, was sie hier noch erreichen können. Scheiß. Gehen wir da mal einer mit. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ball beim Torhüter. Abgeblockt. Aktuell steht es hier 3:2. Buschi trotzdem kurzer Blick auf den nächsten Gegner. Der ist. Jetzt können sie es entscheiden. Ederson hält. Ederson hält die. Hält City. So ein bisschen im Spiel noch gerade. Guter Einsatz, aber jetzt. Schiri, der hat schon gelb. Abgepfiffen. Ach komm. Gegen Man City. Gibt keine Karte, aber noch so ein Ding darf er sich nicht erlauben. Borja Mayoral. Riesenchance. Jetzt ist es durch. Merino. Jetzt haben wir es mal. Endlich dieses vierte Tor. 2:4. Mikel Merino. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. So, das Thema. Hoffentlich dann auch erledigt. Wir haben einen Riesenvorteil. Wir haben einen 4:2. Wir haben 2 Tore Vorsprung fürs Rückspiel. Hier ist einiges los. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Gutes Tackling. Porta. Exzellentes Dribbling. Klasse Szene. Setzt sich klasse durch. 4:2. Also heute dieses Hinspiel, das ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Durchaus eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel, würde ich mal sagen. Sie sind nach diesem Sieg der Favorit fürs Rückspiel. Hinten hatten sie hier und da kleine Schwächen, aber wenn du vorne so gut drauf bist, dann fährst du so einen Sieg eben ein. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur. Na, Hauptsache die Aufgaben gemacht, alles andere ist erstmal unwichtig. Wenn es auch ja, statistisch gesehen nicht verdient ist, aber es ist zumindest wurscht. Wir haben 4 Tore gemacht in Manchester, wir sind erstmal durch. So, nächste Partie ist gegen ja, in Valencia. Da wollen wir natürlich anknüpfen. Wir haben jetzt 13 Spiele, wir haben 16 Punkte Vorsprung. Also es ist noch ein bisschen zu spielen. Es sind noch 8 Spiele, 8 Siege brauchen wir noch. Dann haben wir das Thema durch. Den ersten wollen wir am Montag dann feiern. Wir sehen uns wieder bei Let's Play FIFA 23 und dann geht's weiter in Valencia.